Ich melde mich vom Grünen Bundeskongress aus Graz. Heute wird hier die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die EU-Wahl festgelegt. Das Motto lautet: Mit dir fürs Klima und Europa. Mit dir sind wir beim IKEA. Und mit mir schon mal gar nichts. Ich habe wirklich genug anderes zu tun. Entschuldigung, darf ich kurz überprüfen, ob Sie glühender Europäer sind? Ich habe das hier. 37, das Boah, ist in Ordnung. Kommen Sie weiter. 40 Grad. Nein, das glaube ich nicht. So fiebrig bin ich auch nicht. Ach so, sind Sie nicht so begeistert, Nein, Europäerin? Doch, schon, Aha. voll Europäerin, okay. aber so fieberhaften Wahn habe ich auch nicht. Ah ja. 35,5. Ja. Europa für Sie kein Thema? Na wohl, sicher. Okay. Ich bin halt einfach eine coole Sau. Stimmt es, die Erde ist genauso erschöpft wie Sie nach der Rede von Werner Kogler? Ich bin mit allen Reden von Werner zufrieden. Also beste Redner, den es überhaupt gibt auf der Welt, glaube ich. Ich habe noch nie einen besseren gehört. Reden Sie deswegen so positiv über ihn, weil Sie sein Bruder sind? Ich bin nicht in Werner sein Bruder, leider. Nein. Ich kenne ihn Werner schon lang. Aber Sie haben eine gewisse Ähnlichkeit deswegen. Dankeschön. Seit 4,5 Jahren sind Sie da jetzt schon sehr aktiv in der Regierung. Nach wie vielen Jahren fühlt es sich an? Also wenn ich mir die Fotos anschaue von vor der Angelobung und jetzt, dann schaut es noch mehr aus. Aber es ist jeden Tag eine Freude. Das glaubst du mir jetzt nicht, gell? Es geht ja nicht darum, was ich glaube. Wir machen Berichterstattung. Wo ist jetzt die schwierige Frage des sagenumwobenen Dr. Klein? Die Frage ist, wo ist das Geheimnis des sagenumwobenen Dr. Kogler? Ja. Das ist ja sehr energiespendend, einen Baum zu umarmen. Deswegen habe ich hier für Sie einen Wunderbaum. Das ist sehr lieb. Ja. Ich habe jetzt aber kein Auto. Wo kann ich den aufhängen? Einfach um den Hals. Jetzt ist es ja so, dass Sie auch Sportminister sind. Haben Sie das gewusst? Ich habe noch gewusst, dass ich Sportminister bin. Ne? Sie haben es nicht gewusst? Nein, nein. Manchmal lasse ich mich dabei ertappen, nicht? Wenn ich dann doch sehr häufig Sportveranstaltungen besuche, dann klopft man manchmal auf die Schulter und sagt, gut, dass Sie das gefördert haben. Und Sie haben es gar nicht gewusst, ne? Nein, es passiert so viel Gutes, ohne dass man selber was dazu tut. Okay. Die Regierungszeit geht bald zu Ende. Ganz kurze Frage, Siemens oder Novomatic? Ja, die Grünen, glaube ich. Also, Sie bleiben bei der Firma? Das wäre mal der Plan. Ich glaube schon. Das heißt, Sie wollen auch mal den Werner Kogler loswerden? Nein. Wenn es eine unangenehme Frage ist, einfach lächeln, gell? Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Ja, die Welt gehört in Es sind 96,55%. Sie haben es geschafft. Vielleicht ganz kurz ein paar Fragen zur Europäischen Union. Wann hat Österreich den Euro bekommen? Ja, ich weiß noch, das war lustig. 2002 ist in Österreich eingeführt worden, aber ich bin, mit realpolitisch, aber 2001 gab es einen Zeitungsartikel, weil ich der jüngste Schilling war, der noch geboren wurde. Das war mein großer erster Auftritt, wo die ersten Zeitungsartikel erschienen sind. Also Sie sind geboren worden als Schilling zu Schillingzeiten. Das Richtig. Ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. Okay. Das ist eine gute Geschichte, oder? Ganz eine tolle Geschichte, ja. Wann ist der Euro in Norwegen eingeführt worden? Da erwischen Sie mich am falschen Fuß, das weiß ich leider gerade nicht. Ja. Ist er noch gar nicht, oder? Ist Norwegen bei der EU? Um Gottes Willen, jetzt wird's peinlich. Wollen Sie jemanden anrufen? Ja, bitte, kann ich einen Telefonjoker haben? Norwegen ist nicht bei der EU. Das war's hier von der letzten Generation. Der letzten Generation der Grünen, die es jemals in eine Regierung geschafft haben wird.